Manchester Citys Star Kevin De Bruyne gehört zu den besten Spielern im Weltfußball. Es war allerdings ein langer Weg für den belgischen Nationalspieler, der einige Höhen und Tiefen mitmachen und einige schwere Entscheidungen treffen musste, bis er es nun auf das Cover von FIFA 19 geschafft hat. Jetzt stellte er bei Goal fest, unser Normal ist für andere Leute nicht normal. Um es im Fußball ganz nach oben zu schaffen, braucht es noch das gewisse Etwas. Nach ersten starken Anfängen in Genk und einem enttäuschenden Kurzaufenthalt bei Chelsea, machte der inzwischen 27-Jährige in der Bundesliga von sich reden und ging dann für viel Geld wieder in die Premier League zurück. Und jetzt will er dort noch viel mehr erreichen. Wenn du ein bisschen älter wirst, dann denkst du mehr ans Gewinnen und wie die Mannschaft spielt, sagte er, und du selbst wirst zweitrangig. Dabei landet De Bruyne selbst ganz selten nur auf dem zweiten Rang. Man erwartet nie, dass man dahin kommt, wo ich jetzt bin und sogar auf dem Cover des Spiels ist, das eines der größten der Welt ist, gab er zu. Also ich denke, ich mache mich ganz gut, fügte er hinzu. Schaut euch das Video oben an, um das exklusive Interview komplett zu sehen. FIFA 19 mit brandneuen Features zur UEFA Champions League ist jetzt erhältlich.